und herzlich willkommen zu Collins Videos. Heute packen wir mal wieder eine X-Shot aus und Akku-Strike Darts von Nerf und das hier ist halt von X-Shot. Ja, die hier sollen sehr gerade fliegen, die habe ich einfach mal mitgenommen. Insgesamt habe ich 15 Euro bezahlt. Die Nerf hat 5 Euro gekostet und die Pfeile haben 10 Euro gekostet. Ziemlich teuer für Pfeile, aber die Nerf originalen Pfeile sind immer so teuer. Deswegen habe ich mir auch die X-Shot-Pfeile gekauft. So, dann gucken wir uns erstmal die hier kurz an, aber wir packen die noch nicht aus. Hier haben wir einmal 24 Akku-Strike-Dart. Sind so orangelich und so, haben so einen grauen Kopf. Ja, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die X-Shot. Wir gucken erstmal, was fehlt drin. Wir haben hier so eine kleine Waffe und einmal eine große. Dann haben wir hier unten einmal die alten Pfeile. Ich hole mal kurz einen neuen. Hier habe ich einmal die neuen geholt. Die hat den roten Kopf. Hier haben wir wieder die blauen, weil das wohl eine ältere Variante ist. Ja, aber das muss nicht von hindern. Ich finde die trotzdem beide, die kleinen, cool. Ja, ich habe hier mir schon Taschenmesser geholt. Und ja, das werden wir. So, ich bin wieder da. Hab jetzt die Schere bereit. Und ich werde jetzt einmal hier den ersten Schnipsel aufmachen. Okay, ich nehme lieber das Messer. So, nach kurzer Zeit habe ich dann die Kleine auch mal rausbekommen. Alter, die ist ja mega schwer nachzuladen. So sieht die jetzt geladen aus. Dann packen wir die Große erstmal zur Seite und kümmern uns um die Kleine. Die sieht so aus und die heißt Mikro. Ja, Mikro heißt die. Ja, und die sieht so ähnlich aus wie die Jolt. Ich habe mir ja ziemlich viele Waffen breitgelegt, die so ähnlich aussehen. Haben wir hier einmal die Jolt. Die sehen ziemlich gleich aus, finde ich. Ja, haben beide einen Schuss. So sehen die von vorne aus. Ja, die zieht man hier unten. Die zieht man hier oben. Die hat sogar so eine Klappschleife hier, sage ich jetzt mal so. Der Abdrücker fühlt sich auch ganz gut an. Ja, ich finde den hier besser. Ja, dann gucken wir uns mal noch andere kleine Waffen an. Ich weiß nicht, warum da immer Playtime draufsteht, aber eigentlich ist es eine X-Shot. So die neuere Variante. Ja, die haben drei Schüsse. Das ist die, die ich letztens vorgestellt habe. Ich habe den Link hier oben. Könnt ihr euch das jetzt angucken? Oder hier, ich glaube aber hier eher. Könnt ihr euch das jetzt angucken zu dieser Waffe? Ja, das sind nämlich zwei Stück. Ja, auch ganz cool. Ja, dann haben wir die hier. So, und dann machen wir mal mit der nächsten weiter. Hier musst du aber einfach nur stark ziehen, um die rauszubekommen. Ja, die fühlt sich jetzt geil an. Oh ja, ich glaube, die hat Zug. Die heißt Fairy 4, weil die vier Schüsse hat. Ja, ich glaube, die hier hat auch vier Schüsse. Ist auch mal eine neue Waffe von Nerf. Die habe ich beide bei Jawohl gekauft. Und die hier sind von Lidl. Die gibt es, glaube ich, ein- oder zweimal im Jahr. Finde ich ganz cool.
Hier habe ich auch für 5 Euro, glaube ich, gekauft. Die fand ich auch sehr geil. Das ist eine originale. Ja, das ist halt irgendwie hier alles so eine Variante. Die sind alle so dunkel. Ja, und... Ja, die ist auch ganz geil. Die hört sich auch ganz ähnlich an. So, aber wir kümmern uns jetzt um diese Waffe, weil das ja das Unboxing zu der ist. Ja, die sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Hier steht auch X-Shot. Ja, der Zieher lässt sich hier besser ziehen als bei der kleinen. Hier geht er ziemlich schwer, da braucht man schon ziemlich Kraft. Der Abdrücker fühlt sich auch gut an. Ja, das hier ist halt so eine ähnliche Waffe. Auch mit 4 Schuss, nur dass ich hier das irgendwie besser finde, dreht sich das eigentlich automatisch, wenn ich geschossen habe. Warte, das will ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Jetzt ist die hier eingerastet. Ja, beim Nachladen dreht die sich immer einmal. Das ist cool, weil bei dem hier, das ist halt auch so ein Verfahren mit zu drehen. Und da muss man halt immer drehen für den nächsten Schuss. Das geht dann halt immer nicht richtig rein. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, dann haben wir hier halt einfach nur noch Pfeile und sowas. Ja, das können wir erstmal zur Seite legen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Akku-Strike-Dart. Dann nehme ich mir hier einfach mal mein Messer. Aber erstmal die Schere wegpacken. Und dann nehme ich mir hier das Messer und gehe hier hinten einmal kurz lang. Hier bin ich schon mal drin. Zack, hier unten habe ich das aufbekommen. Ich mache die Packung auch mal ganz auf. Zack, hier haben wir das auf. Dann jetzt hier nur noch die andere Hälfte. Zack, dann haben wir hier auch schon die ganzen Pfeile. Ich hole die mal kurz raus. Oh, nicht runterfallen, bitte. Dann nehme ich den hier weg. Alter, die sehen ja mega geil aus. So. Dann halten wir mal ein X daneben. Die sind etwas kleiner, aber schießen auch ziemlich genau. Mal gucken, wie gut die hier in die normalen Nerfs reinpassen. Oh ja, sieht ziemlich geil aus. So, fühlen sich auch ganz gut an. Ja. So, ich schieß mal kurz gegen die Fensterscheibe. Oh ja, die schießen ziemlich genau, finde ich. Ich nehme das hier jetzt auch alles neben mein Setup auf. Hier habe ich nämlich noch so, das ist ein Eckschreibtisch, hier habe ich noch so eine kleine Kante, wo ich dann noch andere Videos machen kann. Hier seht ihr jetzt gerade leider alles hinter Monitor. Aber das ist eigentlich egal. Wir machen jetzt mal bei den X-Strike Darts hier ein paar rein. So. Und zwei, was erzähle ich denn schon wieder? Wie heißen die Dinger nochmal? Akku-Strike Darts haben wir jetzt zwei. Und zwei X-Shot. So, dann schießen wir hier mit jetzt mal. Was war das? Ein Akku-Strike. Jetzt kommt ein X-Shot. Alter, die haben ja bald. Die Waffe hat wieder richtig viel Wumms. Alter, Schwede. Oh. Wo ist der jetzt hingegangen? So, auf jeden Fall. Mir gefallen diese neuen Pfeile hier. Ja, kann ich gut was mit anfangen. Ich werde jetzt genauer schießen. Ich werde die wahrscheinlich aber nicht für den Garten, für die Nerfschlacht, sondern wenn irgendwo drinne, wenn ich Zielschießen mache, weil dafür sind die Pfeile zu teuer und zu gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das packen wir jetzt mal nicht aus, weil das ist ja ziemlich unwichtig. Diese Dosen sind halt jetzt eine andere Farbe, weil das halt das alte Design ist. Aber das könnt ihr auch im anderen Video sehen. Da sind dann auch die Pfeile halt nur in Blau dabei. Ja, das Video soll auch nicht so lang werden. Ja, ich lade das diese Woche sogar noch hoch. Zwei Videos in dieser Woche. Habe ich mich mal angestrengt. Ja. Das hier sind jetzt die beiden Waffen.
Ja, und was ich euch noch kurz zeigen wollte, dass diese Waffe hier auch ziemlich leicht noch aussieht. Wenn man mal so guckt. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool. Hier auch nochmal die ähnliche. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und schaut auch gerne bei meinem alten Video vorbei. Das habe ich euch auch hier oben verlinkt. Links und rechts könnt ihr mich jetzt, könnt ihr noch zwei weitere Videos sehen. Hier habe ich einmal mein letztes Video. Und hier habe ich einmal das Unboxing von diesen X-Strike Darts. Was erzähle ich jetzt hier schon wieder? Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat Spaß gebracht. Ja, und ciao.